Ich bin Christine K. und ich leite das Heinrich-Böll-Stiftungsbüro in Nigeria. Nigeria ist ein totaler Anhänger von diesem Wachstumsmodell. Nigeria, muss man verstehen, ist das größte, bevölkerungsreichste Land in Westafrika. 180 Millionen Leute, 4000 Megawatt Strom an einem guten Tag. Das ist, reicht für ein, zwei Glühbirnen pro Einwohner. Es ist großer Hunger nach Wachstum da. Nicht nur, dass die Leute wirklich Hunger haben, sondern auch die Industrie, Produktion, alles liegt brach. Und man möchte jetzt endlich in das moderne Zeitalter einsteigen und wachsen, wachsen, wachsen. Wachstum um jeden Preis ist eigentlich so das Modell. Die Regierung in verständlicher Verzweiflung schmeißt sich auf die Großprojekte und möchte immer große Lösungen anbieten. Und dabei haben so Ideen, die vorsichtiges Wachstum oder egalitäres Wachstum verbreiten möchten oder dafür stehen, wenig Chancen. Es gibt andere Alternativen, auch besonders im Umfeld von Nigeria. Also Kleinstlösungen im Energiebereich ist es besonders deutlich, weil halt so wenig Strom da ist. Die Entwicklung fängt eigentlich mit dem Strom an. Wenn man in einem Land lebt, wo überhaupt kein Strom da ist, muss man über Strom sprechen. Und da gibt es ja die Alternativen. Es gibt Solar, Nigeria hat Windpotenzial, auch Biomasse würde gehen, ohne dass man dadurch mehr Hunger erzeugt. Es würde gehen. Und gerade hier in diesem Bereich dezentrale, erneuerbare Energien, würde man wirklich auch die Mehrheit, die 90% der Nigerianer erreichen. Viele Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten, Kleinunternehmen, alle leben praktisch ohne Strom, haben ihre Generator hinterm Haus stehen oder hinterm Friseursalon oder was auch immer sie arbeiten. Da könnte man mit sauberer Energie wirklich vorsichtigen Wachstum erreichen, der eigentlich weniger Schaden anrichten würde. Die Regierungspolitik ist oftmals auf die Großprojekte ausgerichtet, Staudämme, Kohlekraftwerke, Nuklearambitionen, ist alles da, weil man sich denkt, man braucht für die großen Probleme, die das Land hat, eben auch große Lösungen. Dabei geht eben das, was eigentlich an Alternativen existiert und auch in anderen Ländern praktiziert wird, ein bisschen unter. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung sehen uns da natürlich in der Rolle, genau diese nachhaltigen Alternativen zu bereiten und zu besprechen und auch zu diskutieren. Und ich muss sagen, also selbst die größte Privatwirtschaftsplattform Nigerias interessiert sich dafür, weil es einfach dieses riesige Entwicklungspotenzial hat. Aber wer die Flagge Nigerias kennt, die ist grün, weiß grün. Aber das Grüne geht eigentlich über die Flagge nicht hinaus. Also es gibt keine große öffentliche Debatte zu grünen Politikansätzen und schon gar nicht zur Green Economy. Da werden wir jetzt im Oktober dann die erste Vorstellung machen, die sich auch aus diesem Buch ableitet, was hier heute vorgestellt wird. Und das wird eine ganz neue Debatte werden. Sowas hat Nigeria irgendwie noch nie diskutiert. Dass wenn man jetzt grüne Energie macht oder grüne Landwirtschaft oder Nachhaltigkeit, dass es da auch Probleme mit gibt. Das ist neu. Ja, und correctly so. Das ist ja, also wer der Armut so ins Gesicht guckt wie Nigeria, der muss damit umgehen. Es geht um Wachstum. Es geht wirklich um Wachstum. Es geht ja nur darum, dass dieses Wachstum nicht dieselben Schäden anrichtet, wie das in industrialisierten Ländern passiert ist. Also, aber es geht um die Auffassung. Viele Politiker denken sich und sagen mir das auch, Christine, wir haben hier die Kohle. Warum sagst du, wir sollen die Kohle nicht benutzen? Das ist doch unsere Ressource. Aber die Auffassung, dass die Sonne auch eine Ressource ist, die auch dazugehört, die ist gar nicht da. Man guckt nur so das, was man kennt. Und dann gibt es Kohle, dann gibt es Eisenerze, dann gibt es lauter diese wunderbaren Sachen. Nigeria ist vollkommen reich. Jetzt nach dem Öl kommt das Gas, dann kommen die ganzen Bodenschätze und Rohstoffe, die sich da noch verstecken. Und die alternativen Ressourcen oder die alternativen Entwicklungspfade sind nicht so öffentlich. Man müsste sie recherchieren. Und wir sind natürlich da ein Wissensfüller als Stiftung, aber so automatisch findet diese Diskussion nicht unbedingt statt.